Weitraschen, schon jetzt zu faul ein Intro selbst einzusprechen. Letztes Mal begegnete Sibylle ihrer totgeglaubten Cousine, die ihrerseits überrascht war, Milan bzw. Billy anzutreffen, da er, oder sie für sie eigentlich schon lange tot war. Dieser Umstand lässt zu Recht die Vermutung zu, dass die Spielgruppe zu viel gute Zeiten schlechte, Piep, gesehen hat. Nach einem Gespräch über die Vergangenheit und Gegenwart der beiden, vor allem über Ohren, gesellten die Damen sich zu Jojo. Diese richtete zusammen mit Guoso einen Wettstreit aus, wobei Guoso kläglich verlor. Flummi und Trollballerina hatten zwar viel Spaß beim Erdenken der nötigen Pornotitel, der Spielabend war an dieser Stelle aber gekennzeichnet durch peinliches Schweigen und gezwungenes Lachen. Seufz und Stöhn. Danach schickte Boy, Jojos Gangsterboss Öse, ja, Gangsterboss Öse ist ein Wort, das Pip Chen, das Mondgesicht und die Transe zum Kisten schleppen. Denn nichts eignet sich für das Lastenheben besser als 6 zarte Mädchenarme. Leider mussten die ProtagonistInnen feststellen, dass die entsprechenden Kartons bereits an einen Fremden verkauft worden waren. Offenbar eine Unzulänglichkeit Tanjas. Ihren Job kann Tanja sich damit wohl noch hinter den Buttplug stecken. Jojo informierte Boy über die Ereignisse und das weitere Geschehen folgt nun. Es ist nicht immer gut, der Erste zu sein. Er war eine Schwanzlänge voraus. verdammt. Okay, jetzt musst du gucken, was musst du gucken? Nix. Ob es wirklich eine Schwanzlänge war. Kommt auch eine Armlänge bei Dys, weißt du? Bei anderen Leuten in Armen. Yeah. Leute, ich kann schon wieder nicht mehr. Pass auf! Boy ruft Jojo an. Jo. Pippi! Mensch, ich wusste, mit dir habe ich einen Treffer gelandet. Hast du richtig gut hingekriegt? Was habe ich gut hingekriegt? Na, ist voll eingeknickt, voll geil. Das heißt, wir kriegen jetzt die Lieferung für gar nichts und die nächste vermutlich auch noch kostenlos. Der hat voll Schiss, Alter. Richtig geil. Richtig gut. Ihr müsst ja aber abholen. Also ja. Ihr müsst, im Wesentlichen musst du zu dem Typen gehen, der die gekauft hat und die dem irgendwie wieder wegnehmen. Also, da war von der wird das ja nicht gefunden haben in der Kleidung. Das heißt, sagst du, willst die paar Jacken und Pullover. Und dann gibst du dem einen Huni dafür oder sowas. Und da ich für die Lieferung nichts bezahlen muss, kannst du den anderen Bitches sagen, 400 für jeden, ha? Gut, wenn, dann kläre ich am besten selbst mit dem Typen, wo ich hin muss, ha? Ich kann dir jetzt auch die Adresse geben. Ach so, gut. Dann ist aber klar, was hier wie wo läuft. Und ich gehe einfach rein und sag, gib mir das Zeug und dann ist gut. Ja, das wird er inzwischen geklärt haben. Wenn nicht, gehe ich persönlich bei Piotr vorbei und dann... Ja, du weißt es doch. Ich bin schnell impulsiv. Deswegen also, mag ich dich so. Ja, das habe ich befürchtet. Und danach kann man noch einen Wodka trinken, wenn ihr hier seid. Also es sind 4-5 Kisten und in 3 davon sind... das sind die Kisten, die ein bisschen kleiner sind. Da sind die wichtigen Sachen drin. Wenn er schon ausgepackt hat, ja, dann sind das halt immer Jacken und Pullover. Der Rest ist Quatsch. Und ich kenne mich mit dem Kack nicht aus, aber dafür hast du ja Mondgesicht dabei. Irgend so ein voll krasser Spiegel, der irgendwie in dem Laden dort richtig viel wert sein kann. Oder ein Schnäppchen. Na egal. Irgendwie soll man noch mit dem irgendwie vorsichtig sein, aber dafür hast du die ja mit. So. Hä? Ja, außer. Ja, ich weiß gern, weswegen ich vorsichtig sein muss. Na genau, hast irgendwelchen Grundkram in den Kleidung eingenäht und irgendwie einen Spiegel, weil der nicht kaputt gehen darf, weil er halt für einen Arsch ist. Okay. Wird schon blisterfeuer. Der Spiegel ist so, ja, also der ist nicht irgendwo eingedingst, weil es ein großer Spiegel ist und kein so ein kleines Schminkdings. Nee, der ein bisschen größer ist, der soll irgendwie alt sein. Okay. Genau. Antip Golubev. Warte, Adresse. Klingt wie Gollum, aber ja. Ja,
Ach, hab ich mir auch gedacht. Und ich mag irgendwie so Gollum-Sprüche kenne ich und die Leute, die kriegen jedes Mal von mir auf die Fresse. Na gut, Antip Golubev, ich schicke dir jetzt gleich auf die Karte, der Straßenname, den habe ich schon wieder vergessen. Irgend so ein Ork sinnlos, der ab und zu mal Lagerarbeit für Aztec macht und auf jeden Fall jetzt Bescheid weiß, wenn ihr da ankommt. Oh, und dann holt ihr es ab, kommt her und die Sache ist gegessen. Gut. Rotes Kreuz im Co-Sketch und danke, dass du da einfach wieder total wild rumgemalt hast. Wieso ich? Weil ich annehme, dass du das warst. Wie bitte? Wer denn sonst? Ja, also hallo mal. Nur weil es regnet, bin ja immer ich schuld. By the way, bei uns schneit's. Weiter im Text. Hier auch. Also hier schneit es nicht, hier hat es geschneit. Schnee. Jede Menge davon. Ich habe ja gehofft, dass Flummi ihren wunderschönen Schnee sagt, aber sie Es schneit ja nicht. doch bei uns schneit's. Ja, bei dir, aber bei mir nicht. Ich kann das nur machen, wenn ich das selber sehe. Das letzte Mal hat es bei uns geschneit, hast du auch gesagt Schnee. Ja, aber jetzt nicht. Man kann nicht alles Okay. haben, kein Schwanz ist so hart wie das Leben, weißt du doch. Ja gut, dann Betretenes Schweigen und Alkohol. genau. Fährt man? Los. Brumm, 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 brumm. Ja, ihr fahrt los, das ist gar nicht mehr so weit von dort, wie ihr im Co-Sketch sehen könnt, wenn ihr den ganzen Scheiß ausblendet, den Düs gemalt hat. Genau. Es ist eine Art Komplex, nennen wir es Komplexbau, weil einfach Wohnhäuser so miteinander verbunden wurden über gewisse Stege und Verschachtelungen, dass da mehr Platz bei rausspringt und die innenliegenden Wohnungen auf jeden Fall viele, viele lustige Neonröhren haben müssen, weil Tageslicht kriegen die nicht zu sehen. Unten sind ein paar Shops drin, verschiedene Art, auch kleinere gerade, auch wieder Elektronikladen, die eher selbstständig existieren können, aber auch tatsächlich anderer Krams, wie zum Beispiel kleine Nähereien und so ein Gedöns. Genau, und da kommt ihr an. Na, wir wissen ja, wo wir hin müssen. Also Jojo wird aussteigen und sich dahin bewegen, wo sie hin muss. Es ist jetzt eher ein notwendiges Übel. Es ist jetzt nichts, was für sie sonderlich spannend oder aufreibend ist. Hey, hey, hey. Sorry, Lexi, ich muss mal ganz kurz Kisten abholen. Also, es ist noch epischer als Ravioli kochen. Jetzt Und darfst du, sich Lexi. über die Toilette streiten. Patos. Marina wird den Wagen abstellen, die Diebstahlsicherung auf jeden Fall anmachen und dann so einen halben Schritt versetzt zu Jojo folgen, relativ selbstsicher tun und innerlich fröhlich dabei sein, sich in die Hose zu scheißen, weil das läuft alles gerade nicht so wie geplant. Gut, braune Streifen, jetzt bei White Russians. Völlige Passt. Konsequenz bei absoluter Ahnungslosigkeit. Klar, muss so. Ja, ihr kommt bei der Wohnung an, also ein Klingelschilder und da steht dann auch Antip Gol. Was? Warte, Golubev. Dann wird da geklingelt. Golubev. Hallo, wir wollten hier ein paar Kisten abholen. Mir wurde gesagt, dass das jetzt alles geklärt ist und wir die Kisten kriegen. Ja, der Piotr meinte nicht alle, sondern irgendwie nur drei oder sowas und ich habe schon den Kram ausgepackt. Ihr wisst bestimmt, was ihr braucht, ne? Jo, kommen wir mal gucken. Sagst du Bescheid? Jo, mach mal auf und wir schauen mal nach. Eine Marina macht Se mal einen halben Schritt vor und wirft mal einen interessierten Blick da rein. Naja, seid ihr noch unten an der Klingeltür, also. Seid quasi noch nicht im Haus, das ist jetzt über die Klingelsprechanlage. Passend. Eine Sekunde mal kurz. Ja, ich mach euch auf. Sag mal, Pling! bist du irgendwie auf Drogen oder so? Nein, bin ich nicht. Mädels. Was denn? Kriegst du dann einen Tag oder was? Ja. Billy Halbtag. hat die Maler im Keller. Nee, die Germanen, weil die hatten in der Regel rote Bärte. Eisiges Schweigen, Junge, zu Recht, denn das waren die Wikinger, nicht die Germanen. Bei mir sind es die Germanen. Ah, Kulturbanause. Okay, die Tür geht auf. Ihr geht rein. Ja.
Cool. Auch wenn der irgendwie ein bisschen komisch klang. Ihr ja zum Glück nicht so. Ja, ihr geht die Treppen hoch. Das ist wie Ja, gesagt nicht. genervt, weil man durch die ganze Weltgeschichte fahren muss, um diese blöden Kisten abzuholen. Stimmt, ihr wart jetzt mindestens noch mal 10, 15 Minuten unterwegs. Das ist Ja, schon ganz schön krass. trotzdem. Wir Ja, hätten ich verstehe das. zumindest zwei White Russian trinken können bei Jojo zu Hause, wenn wir da jetzt nicht nochmal hin müssten. Ey, jetzt mal Outgame, ganz im Ernst. Eure Charaktere kriegen 400 Nuyen dafür, dass sie Kisten abholen und ihr beschwert euch geil. Ich beschwere mich nicht und Mahina hat auch tatsächlich nur den einen White Russian bei Jojo getrunken und danach nicht mehr. Ja, Es White hat Russian ist ja niemand mehr nix. getrunken. Ja. Was mit Jojos zweiten Gewinner White Russian? Der steht da noch, weil keine Zeit, ihn zu trinken. Touché. Na gut. Muss ihn nachholen. Gut, also ihr geht die Treppen hoch. Das ist ein wie so oft beschriebenes Standardwohnhaus. Ein paar der Kids haben sich den Spaß gemacht, Teile der Wände rauszubrechen oder Graffitis dran zu machen, Kippenstummel reinzustecken, was man die Jugend, was man so macht. Und kommt auch oben an der Tür an, die schon spaltbreit geöffnet ist und Antip lässt euch auch rein. Hallo. Oh, warte, pass auf. Vorlesepart. Ihr betretet die Was? kleine Bude von Antip. Der billige und abgewetzte Linoleumboden und sein Raufaserhemd sowie die karge Einrichtung sprechen weder für Stil noch für finanziellen Wohlstand. Auf dem Wohnzimmerboden, denn das ist natürlich eine Einraumwohnung, stehen eure Kisten geöffnet. Der Inhalt teils über den Boden verstreut. Ein paar Jacken liegen auf der Tischplatte. Die hat er mit Nutrisoy-Cornflakes-Packung abgestützt, die Tischplatte, nicht die Jacken. Ein kleines Gefäß thront jetzt über diesem Haufen und daneben ist eine wirklich übertriebene Menge Blisterfolie. Dieses Gefäß scheint aus irgendwie trockener Erde und Blattwerk zu bestehen. Und darin ist eine klare Flüssigkeit, die das Licht dieser Neonlampen, die er da wo hatte, gespenstisch spiegelt. Über der Szenerie liegt ein kaltes Schweigen, nur unterbrochen von euren Schritten und Jojos Hallo und dem Konzert auf der Straße draußen, weil nämlich in der Nebenstraße ein fetter Stau ist. Dazu kommt ein süßlicher, nicht unbedingt unangenehmer Geruch, der übrigens Machina bekannt vorkommt, aber sie weiß nicht direkt woher. Okay. Ihr tretet ein. Man sieht ihm harte Arbeit an. Das heißt, nicht nur dieses Hemd, das er da trägt, was auch ziemlich verschwitzt irgendwie schon aussieht und auch dementsprechend riecht, sondern auch kaputte Hosen mit Flicken. Er trägt sogar noch die Knieschoner offenbar von seiner Arbeit. Die Jahre haben ihn gezeichnet, obwohl er auch für einen Ork noch nicht so unendlich alt ist. Und auch als er euch reinlässt, hört man so ein mehr oder weniger unterdrücktes Husten, wie das, was von Leuten kommt, die bei extremem Smog trotzdem hart arbeiten müssen und dabei halt, ne, krank werden. Er wirkt aber dennoch irgendwie, naja, freundlich, hält euch halt auch die Tür auf, lässt euch alle rein, erhebt die Hand so, um euch einzulassen. Eigentlich ein okayer Typ, schließt hinter euch die Tür. Billy tritt als letztes ein und spürt plötzlich aus heiterem Himmel einen stechenden, scharfen, unglaublich widerlichen Schmerz im Rücken. Willst du lieber ein unterdrücktes Stöhnen oder willst du einen spitzen Schrei? Zu Billy gehört der spitze Schrei. Vor allem, wenn du ihn Spitzer mit. Schrei. Ja. Sehr gut, boah, Würfeltime. Dys, würfel mir mal bitte Schadenswiderstand minus 1, wenn du Panzerung trägst. Trägst du Panzerung? Momentan nicht, ne? Die sind ja ganz normalen Kleidung. Was wir gestern beim Grubenkampf anhatten, eigentlich, die trägt einen Mantel, der nicht gepolstert ist oder irgendwas, bla bla bla. Sehr gut, dann würfel mal deine drei Würfel. Ja, dankeschön. Gern geschehen. Ups. Yeah, doch ganze vier Erfolge, hätte ich beinahe gesagt. Null Erfolge. Oh. Okay, Du Billy, Wichser. ihr hört einen Spitzenschrei. Billy bricht zusammen. Mann. Sekunde. Es ist klar, dass ihr euch jetzt umdreht, weil
Ihr seht Billy zu Boden sinken, Blut läuft in nicht unbedingt kleinen Mengen aus ihrem Rücken. Der Typ steht hinter ihr mit einem völlig verzerrten Gesichtsausdruck. Es sieht fast aus, als würde er aus den Lefzen sabbern, aber es ist eine gelblich klare Flüssigkeit und er hat ein Küchenmesser in der Hand. Hallo, Knifte. So, jetzt bitte Initiative für alle, außer Nein. für Billy. Ja. Denn ich sag eigentlich ja nicht an, wie viel Schaden du hast, aber in dem Fall hast du 9k. Ist das immer noch Reaktion und Intuition? Nee, das ist 1W6. 34 Sekunden. Du sagst 9k, ne? Mhm. Ich bin, Du hast noch 1k offen. Ich habe einen physischen von 9. Nee, du hast 3er Konzi, damit hast du 10, es wird aufgerundet. Ah, okay. Also ich meine, ich will es nicht verharmlosen, du bist ziemlich gefickt, mein Freund. Aber man kann, man kann auch mit einer Niere leben. So, gut. Ihr habt irgendwie beide 7 Inni, ne? 8. Du hast 8. Okay, gut. Dann... Mahina, du drehst dich um und siehst Billy gerade noch zu Boden stürzen. Der Typ, wie gesagt, Messer in der Hand und sieht irgendwie nicht so cool aus. Okay. Das ist ja jetzt eine Situation, die so gar nicht geplant war. Ich glaube, ich würde es erstmal mit sowas belassen wie tief durchatmen und ich versuche ihn zu lesen. Okay, einfache Handlung beobachten. Sein Gesichtsausdruck ist, wie gesagt, völlig entstellt. Du kannst daraus keine Emotionen lesen, sondern Wahn. Sieht er aus, als würde er gerade übelst irgendwie auf Drogen sein, oder sieht es einfach... Drogen sind eine der vielen Möglichkeiten, warum jemand so krasse... Also, Das Gespräch vorhin, wo er so komisch wirkte, spricht natürlich für Drogen. Aber jetzt so beim Reingehen wirkte er relativ klar. Du hast auch nicht irgendwie, du weißt ja, wie Leute sind, die drauf sind. Der hatte jetzt nicht irgendwie Teller oder komische Pupillen oder hat nicht rumgezappelt oder gekaut, was man halt so macht. Er wirkte nicht direkt auf Drogen. Es ging auch viel zu schnell für so eine krasse Reaktion. Und wenn er eh durch Drogen aggressiv gestimmt wäre, hätte er euch vermutlich gar nicht aufgemacht oder euch angeschrien oder irgendwas. Es kam sehr, sehr plötzlich. Hast noch eine einfache Handlung um, weiß ich nicht. Er steht direkt neben Billy, ne? Nicht direkt. Billy liegt vor ihm. Ich würde versuchen, den letzten Rest meiner Handlung damit zu bringen, zu versuchen, ganz vorsichtig meine Hand zu meiner Umhängetasche zu bewegen, ohne dass es auffällt. Jo, passt. Also du möchtest bestimmt da jetzt irgendwas rausholen. Was willst du rausholen? Oder willst du ihn mit der Umhängetasche bewerfen? Nee, das wäre uncool. Ich würde versuchen, eine von den Fiolen zu ertasten. Welche denn? Die Rauch. Okay. Du ertastest die richtige Fiole und schaffst es auch, deine Hand darum zu schließen. Und sie auch unauffällig aus der Tasche rauszuziehen in der Handlung noch. Jojo! Ja, die überlegt weniger lange. Ich habe gehört, einfache Handlung Waffe ziehen. Ja, das ist, tut mir sehr leid, aber da ist sie leider. Das musst du nicht leid tun, er hat Billy abgestochen, weißt du? Richtig, Waffe ziehen, direkt schießen. Die was, hast du für, auf dem Boden. Was hast du nur für eine Waffe? CZ. Alles klar. Einraumwohnung, das heißt, du hast sogar nicht unbedingt wenig Platz. Okay, dann Peng, mach mal. Keine Abzüge. Jo. Du hast einen Nettoerfolg. Wie viel Schaden sind das? Ihr müsst schon sagen, dass er einen Erfolg hat, ne? Weil Zuhörer sehen nicht unseren TS. Naja, du hast einen Nettoerfolg. Wie viel Schaden sind das bei dir jetzt? Ja, warte. Die Waffenwerte kann ich noch nicht auswendig. Was? What? Wie jetzt? 8 plus noch Hit. 8. Ich glaube. Zum Glück DV? Ist der Ork. Ja, klar. Zum Glück ist der Ork und hat ein ultra gepanzertes Rauffaserhemd an. Okay, Peng. Du schießt ihm
direkt in die Magengrube. Er stolpert zurück, kracht gegen die Tür, steht aber noch. Tja. Ja, was man halt so macht. Also die normale Reaktion wäre eigentlich, sich die Hand auf die Wunde zu pressen. Das tut er nicht. Er stürmt auf euch zu und also auf Jojo zu mit seinem Messer und versucht mit erhobener Klinge ihr das Ding direkt in den Hals zu rammen. WTF? Ja. Was bedeutet das jetzt, dass ich ausweiche oder was? Nur wenn du das wünschst. Wenn Jojo einfach dasteht, ist das für mich... Nee, das wird sie nicht. Sie heißt nicht Lien. Sie Komm, von Lien lernen heißt sterben lernen. Ja, okay, gut. Dann Reaktion, Intuition. Ich bin einfach zu klein, er fällt über mich drüber. Wow. 3 Erfolge. Kannst du mal eine angebrachte Ausweichsituation beschreiben? Ach, warte. Ihr seid also, da es eine Einraumwohnung ist, habt ihr einen minimalen Flur von 1 Meter, wo Billy drin liegt. Er springt also über sie drüber, rennt auf dich zu. 1 Meter von dir rechts entfernt steht Machina. Und du wirst ausweichen, also sag mal wie. Naja, ich meine, er läuft auf mich zu. Jojo ist relativ klein. Das heißt, wenn sie sich bückt und einen Schritt zur Seite geht, dann verfehlt er vermutlich auf jeden Fall sein Ziel, weil er einfach ihre Größe völlig falsch einschätzt. Gut. Und sie geht in Richtung Mahina. Sie bückt sich, geht einen Schritt zur Seite. Er macht eine ausladende Stechbewegung ins Leere und macht dabei und dreht sich dann mit noch mehr Sabbe an den Lefzen, die irgendwie keine natürliche Sabbe ist, zu euch um. Mahina ist wieder dran. Oh, falscher Knopf. Ich möchte die Atane ziehen, bitte. Die was? Mein Dolch. Ah, okay. Das Ding hat einen Namen? Naja, es ist ja eigentlich ein Ritualdolch. Ah, okay. Du ziehst deinen Dolch. Einfache Handlung. Hast noch eine? Der ist nicht in Stechreichweite, ne? Naja, du kannst dich mit... Naja, du kannst jetzt eh nicht mehr angreifen, weil das halt eine komplexe Handlung wäre. Ich würde das Messer gerne versuchen, so zwischen uns zu bringen, dass ich irgendwie im Zweifelsfall damit nicht wirklich parieren könnte, aber es ist ein Messer. Ich will, dass er da zumindest nicht ganz so... Also, du verstehst, was ich meine. Du möchtest das Messer zwischen dich und den Tod bringen? Klingt realistisch. Ich glaube okay. Nicht, dass du ein so grausamer Meister bist, dass du mich in der ersten Session verrecken lässt. Frag mal Billy. Jojo ist dran, weil und so, ne? Ja, Jojo reißt die Waffe wieder hoch, also dreht sich, die ist ja einen Schritt zur Seite gegangen, dreht sich auch zu dem Typen, wenn der gerade wieder quasi auf sie zugelaufen kommt, reißt die Waffe wieder hoch und macht einmal Pem, Pem, Pem. Salve quasi? Ja. Das finde ich gar nicht so cool. Das tut mir ganz fürchterlich leid, aber in dieser Schrecksekunde, in der irgendein völlig Verrückter auf sie zugerannt kommt, Ich verstehe es, dass man mehrmals den Abzug drückt, bevor man stirbt. Würfel mal! Und würfel vielleicht mal besser als Billy. So meinst du. Arschgeburt. 4 Erfolge. Okay, du drückst 3-mal ab. Der erste Schuss geht, weil du die Waffe noch hochreißt und dabei schon schießt in der Schrecksekunde. Der erste Schuss zertrümmert seine Kniescheibe, der zweite Schuss geht in sein Herz und der dritte Schuss reißt seinen Arm mit dem Messer herum, der ziemlich widerlich dabei knackt und eine nicht geringe Menge Blut spritzt noch einmal durch den Raum, bevor er seitlich nach hinten neben den Tisch kracht. Und ja, du kannst in der Schrecksekunde sehen, dass es sein Herz ist. Nein, aber er bewegt sich daraufhin nicht mehr. Er stöhnt auch nicht mehr. Das ist egal. Jojo läuft auf ihn zu und schießt ihm nochmal in den Kopf. Double Tap! Ich liebe dich. Ich liebe dich für den Double Tap. Awesome. Wir von den freien Handlung schreien? Gern. Wir von den White Russians sind gegen Munitionsverschwendung. Er ist tot, definitiv. Platzt das Ohrkörn. Ja. Zumindest kann ich es nicht mehr kosten. Das ist sicher, ne? Ich überlege gerade, ob den Part Mahina übernimmt. Das liegt in der Familie. Jojo dreht sich um, läuft auf Sibylle zu, schaut Mahina an. Wie wirkt sie gerade? Sie sieht gerade schwer geschockt aus, würdest du sagen? Also sie hat mit zittrigen Händen irgendwie den Dolch, den sie vor sich hält, und sieht noch blasser aus als sonst. Pack das Ding weg, sie muss zum Arzt. Los, jetzt!
Ja, sie steckt den Dolch weg und kommt mit wackeligen Knien auf dich zu. Nee, dahin. Nicht ich. Ich bin egal. Sie. Ja, sie geht zu Billy. Mahina hat ein nicht unbedingt geringes Wissen über die Medizin. Billy schafft es vielleicht nicht bis zum Arzt. Du musst jetzt dein Medkit holen und jetzt schon mal was machen, bevor sie transportfähig ist. Sie verliert eine nicht geringe Menge Blut. Okay, dann wird Marina sich davor zu Boden knien, wird sich das angucken, wird dann zweimal tief durchatmen und dann hochgucken mit einem irgendwie verschrobenen Blick. Okay, herkommt, da drauf drücken, ich komme gleich wieder. Und dann aufspringen und irgendwie in dem Schock und der Panik runterrennen und das Medikit holen, in der Hoffnung, dass Jojo in der Zeit das Loch zudrückt. Jojo drückt drauf. Sehr gut. Leute, ich muss jetzt mal was testen. Wenn, ich werde jetzt also im Teamspeak flüstern und ich weiß nicht, ob man das dann hört. Wenn ihr mich nicht hört, müsst ihr es sagen. Wir können auch einen Raum aufmachen, Nein, simplerweise, nein, ne? nein, ich meine einfach leise sprechen und ich weiß nicht, ob dann das gut zu Ach hören das ist. hört man normalerweise. Gut. Mahina sprintet runter die Treppen und holt ihr Medkit. Währenddessen. Jojo. Also, ich meine, Billy kriegt ja jetzt nicht unbedingt so viel mit, außer Todesschmerz und beinahe Ohnmacht, aber Jojo. Du hörst in deinem Kopf ein Blick in den Spiegel. Irina, du bist mit undurchdringlichen Ketten und einem Schloss an deine Vergangenheit gebunden. Der Schlüssel ist hier. Er ist bei mir. Greif hinein. Was soll die Scheiße jetzt schon wieder? Hallo? Du hast den sehr starken Drang, zu dem Tisch mit diesem Gefäß zu gehen. Er ist sehr stark. Jojo schaut zwischen dem Gefäß und Billy hin und her. Sie hat noch die Hand drauf, ist gerade im Begriff, sich irgendwie zu erheben, drückt aber noch weiter drauf und kniet sich wieder hin und ist wieder am Aufstehen und so und irgendwie. Um das nochmal zu verdeutlichen, der Drang besteht quasi daraus, es ist absolut logisch. Es ist logisch, du hast ein Schloss und da sind Ketten. Deine Vergangenheit holt dich ein und sie lässt dich nicht los. Sie lässt dich kein neues Leben beginnen. Aber dort auf dem Tisch ist vielleicht die Lösung, ist der Schlüssel, um diese ganze Scheiße hinter dir zu lassen. Natürlich ist er dort. Das ist doch klar. Ich meine, Stimme im Kopf, auf die hört man meistens. Höre ich jetzt auf die Stimmen oder nicht? Lass mich kurz würfeln. Ja. Gut, dann stehe ich auf, gehe da hin. In der kleinen, in diesem Gefäß, was du noch mitkriegst, bevor du gleich völlig im Delirium versinken wirst, Wasser reflektiert zwar, aber ist auch irgendwie durchsichtig, sodass du theoretisch den Boden des Gefäßes sehen müsstest. Nein, es reflektiert perfekt und es hat so eine quecksilbrige Farbe. Da drin ist die Lösung. Du kannst zwar noch nicht hineingreifen, aber da drin ist auf jeden Fall die Lösung all deiner Probleme. Warum kann ich nicht reingreifen? Dein Körper ist, also es ist wie dieses noch Sobald ich es warten, kann, ob werde ich es die, tun. ja, aber es ist wie warten, ob die Stimme dir noch sagt, wie, denn du willst diesen Schlüssel jetzt nicht zerstören, du willst es ja nicht verkacken. Ich meine, es ist die Möglichkeit, von dem Aber die ganzen Stimme hat Scheiß gesagt, die loszukommen. Lösung ist drin, also greife ich rein, ganz einfach. Ja, das ergibt leider Sinn. Okay, es tut mir jetzt sehr leid. Nicht Mahina, geschehen. du holst dein Medkit schnell aus dem Wagen, knallst die Tür zu, rennst wieder nach oben. Oh Mann, ist das anstrengend. Du kommst oben an. Billy blutet, Jojo taucht ihre Hand in Dreck. Verdammt, verdammt, warum hilfst du ihr nicht? Ach, ja, zu Billy, Medkit auspacken, anschließen und erstmal mich ausschließlich nur um Billy kümmern und gucken, dass ich sie so stabil kriege, dass sie jetzt nicht den Löffel abgibt. Somit auf sie einreden und mit Sibylle, du kannst doch jetzt nicht, wir haben uns doch gerade erst gefunden und ich helfe dir und wir kriegen das hin, alles wird gut und nicht einschlafen. Du darfst Halt jetzt doch mal nur die nicht einschlafen. Schnauze! Willst du, dass sie stirbt? Fresse! Aus Jojos rechtem Auge läuft eine, also für Mahina jetzt läuft eine gelbrig, mehr oder weniger klare, zähe Flüssigkeit. Was? Entschuldigung, ich habe gerade gerechnet. Nochmal, Entschuldigung, bitte.
Ich verzeih dir. Aus Jojos rechtem Auge läuft nicht irgendwie schwul so beim Innenauge, sondern außen am Auge lang so eine zähe, mehr oder weniger durchsichtige, gelbe, klare Flüssigkeit. Du hast wieder das Gefühl, dass dieser süßliche Geruch zunimmt, den du am Anfang irgendwie gerochen hast. Er kommt dir irgendwie bekannt vor, aber es ist schwer, das einzuordnen. Es ist wohl vermutlich irgendwas Pflanzliches. Okay, ich befürchte, das klingt jetzt makaber, aber das ist aktuell gerade sekundär. Ich würde gerne erstmal versuchen, Sibylle so weit stabil zu kriegen. Also, das habe ich ehrlich gesagt gehofft. Ich wollte es dir nur geben als Info. Ja, Du ich würde mich dann kümmerst danach dich. drum kümmern, wenn wir noch leben. Natürlich. Du kümmerst dich um Billy. Das heißt, du musst erstmal die Wunde, auch wenn das, ja, zum Glück ist Billy eh bewusstlos, die Wunde reintasten, ob irgendwelche Organe beschädigt sind. Es sieht, also, irgendwas ist getroffen da drin. Die braucht auf jeden Fall eine Operation. Und dann musst du natürlich noch Druckverband und den ganzen Scheiß machen. Also es dauert jetzt halt schon ein paar Minuten. Die Bedingungen sind hier nicht die besten. Sie liegt auf einem abgewetzten Linoleumboden, der nicht so toll ist. Aber für Desinfektion ist vielleicht jetzt auch nicht die Zeit. Also es sind schwierige Entscheidungen und es ist eine schwierige Maßnahme. Du bist also ein wenig beschäftigt. Jojo! Irina! Du hast mit Sibylle Zeit verbracht. Doch jetzt, wo der Kontakt enger wird, holt dich das früher plötzlich ein. Plötzlich. Du musst die Augen öffnen, Irina. Eine Technomancerin wirkt auf dein Leben und plötzlich spinnt ein Implantat. Oh Wunder! Sie kennt den einzigen, der dir dann helfen kann mit diesem Ding in deinem Kopf. Soll das Zufall sein? Der Wille der Familie ist stark. Doch du musst das Band jetzt trennen. Du musst es zu Ende bringen. Ich nicht, also, ne? Das Ding an der Geschichte ist, es wirkt natürlich absolut logisch, wie gesagt, Stimmen im Kopf, auf die sollte man einfach hören. Das ist wichtig im Leben, da kommt man auch voran. Allerdings vergisst Jojo in dem, also es ist wie, Schusswaffen sind nicht in ihrer Welt jetzt. Es gibt nur Hände. Weißt du, was ich meine? Sie schaut sich um. Da liegt ein Küchenmesser nicht weit entfernt. Sie greift sich das Küchenmesser. Ich muss dazu sagen, ich mache das nur einmal, aber dieses Mantra kommt öfter. Und da ich gerade nochmal für dich gewürfelt habe, wirst nicht gleich auf sie losstürmen. Du hast ein paar Minuten, wo Ich du muss ja erstmal auch nicht dieses auf sie Küchen. losstürmen. Es reicht, wenn ich ruhig dahin gehe. Ich weiß, aber bis du das tust. Ich meine, da es nicht Jojos ordinärer Wille ist, sie abzustechen und du dich vermutlich dagegen wehrst, wird es noch ein wenig dauern. Ich sag dir nur, was so in deinem Kopf passiert, ja? Okay. Die ganz normalen Dinge des Lebens. Machina! Während du Billy verarztest und die letzten Tätigkeiten vornimmst, siehst du A, dass Jojo das Küchenmesser aufhebt. B, dass ihr Gesichtsausdruck absolut entstellt ist. C, spürst du ausgehend von diesem Gefäß auf dem Tische verderbte Kraft des Mondes. Sie ist stark, doch deine Verbindung mit der richtigen Luna ermöglichen es dir zu widerstehen. Okay, nicht gut. Und es ist wahrscheinlich, dass diese Kraft auf alle Beteiligten wirkt. Nur, dass Billy am Boden liegt und nicht zurechtkommt und du halt quasi immun bist, Jojo nicht. Jojo, du bleibst ganz ruhig, oder? Ist alles gut. Klar. Wir flicken jetzt die Hülle so weit zusammen, bringen die ins Krankenhaus und alles wird wieder gut. Sicher. Ich würde sie gerne weiter im Augenwinkel beobachten, aber trotzdem versuchen, Sibylle so weit fertig zu verarzten, dass sie zumindest übers Medikit die Info gibt, dass sie stabil ist. Billy ist mehr oder weniger stabil. Also du müsstest eigentlich nur noch den Druckverband jetzt verstärken, was dir bei Jojo auffällt. Du kennst sie nicht lange, aber sie hat einen unmenschlichen Gesichtsausdruck drauf.
Ich guck mal so durch mein Medikit durch. Da sind nicht zufällig auch sowas wie Knocked-Out-Patches drin, so. Warum sollte? Weil es Die ja echt Antwort praktisch lautet, wäre. selbst wenn, die kriegst eh nicht bei Jahren geheftet. Nein. Ja, sie macht ja gerade nichts und deswegen mache ich jetzt den Druckverband soweit fertig und. Jojo bewegt zittrig ganz langsam einen Fuß auf dich zu. Es wirkt so wie, nein, nicht wie ein Krampf, schon deswegen, weil das so Jojo-typisch wäre. Nein, es wirkt so wie, als würde ihr Körper und vielleicht auch ihr Geist sich mehr oder weniger verselbstständigen. Du spürst übrigens auch, dass die Kraft von ausgehend von diesem Gefäß auf dem Tisch auch stärker in Bezug auf dich wird. Also irgendetwas könnte auf dich wirken und es wächst. Du kannst dem noch widerstehen, aber ja. Okay, ich grübel mal nach. Habe ich irgendeine Möglichkeit, das zu binden, das irgendwie abzuschalten, zu unterdrücken oder sonst irgendwas? Sekunde. Dein profundes Wissen über die Mächte Lunas. Wenn wirklich, und so fühlt es sich an, die verderbte Kraft von diesem Gefäß ausgeht, musst du irgendwas mit dem Gefäß machen. Es gibt verschiedene von Magie berührte Gegenstände auf der Welt und alle reagieren anders auf verschiedene Stimuli. Alle brauchen irgendeinen Auslöser, um zu funktionieren, und alle haben irgendwie quasi einen Ausschalter. Was das im Wesentlichen ist, ist immer schwierig. Verdammt. Sibylle war bewusstlos und soweit jetzt stabil. Ich würde versuchen, Jojo zu fixieren. Also mit meinem Blick. Und im Grunde genommen ist das Ziel, sie, auch wenn ich sie nicht wirklich kenne, aber zurückzuholen. Ne? Also ich gucke ihr in die Augen. Hey, Jojo, kannst du mich hören? Jojo, du hörst auch Mahinas Stimme. Sie kratzt irgendwie an der Wand, die die andere Stimme aufgebaut hat. Sie ist schwach, sehr schwach. Aber du hörst sie. Natürlich. Jojo, erzähl mir, wie du Sibylle kennengelernt hast. Zufall. Es gibt keine Zufälle. Natürlich gibt es Zufälle. Wo war eure erste Begegnung? Auf einer Feier. Was hat sie angehabt? Weiß ich nicht mehr. Ist das wichtig? Sie hat viel Kleidung. Sehr viel. Versuch dich dran zu erinnern. Versuch. Dir das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, wie sie aussah, als ihr auf der Party Warum wart. sollte ich das tun? Weil ich hoffe, dass es dir hilft, dich an dich zu erinnern. Während ich weiter den Blick auf Jojo Fick gerichtet. dich, es gibt gerade Wichtigeres. Während du weiter den Blick, ja? Ja, Mahina erstarrt kurz. Okay, was gibt es denn gerade Wichtigeres? Vielleicht kann ich dir dabei auch helfen. Nein, dabei kannst du mir nicht helfen. Du kannst gar nichts tun. Meinst du nicht, dass wir jetzt erstmal Sibylle Nein. ins Krankenhaus bringen sollten? Nein. Mahina steht langsam auf, bleibt weiter mit dem Blick bei Jojo, versucht sie auch weiter in Gespräch zu verwickeln und bewegt sich langsam auf das Gefäß zu. Jojo geht währenddessen weiter auf Sibylle zu. Bleibt mal stehen. Das ist, glaube ich, nicht so gut so mit dem Messer und so. Ich weiß nicht, was du vorhast. Jojo hört nicht auf sie. Also sie braucht lange, es ist irgendwie so ein Prozess, aber es ist halt so hin und wieder mal so. Okay, Mahina versucht schneller zu sein und bewegt sich jetzt zügig auf das Gefäß zu und guckt, ob da irgendeine Kiste ist, irgendwas, worin sie das Gefäß einpacken kann, oder? Mach mal bitte Wahrnehmung. Ein Erfolg. Ich heule gleich. So cool. Hier, die Mahina, die hat irgendwie 9 Würfel auf Wahrnehmung. Das kriegt ihr dann auf jeden Fall hin. Da brauche ich mir als Spieler halt überhaupt keine Sorgen machen. Ein Erfolg. Ich sagte doch, ich heule gerade. Edge. Ja, es wäre vielleicht nicht der schlechteste Moment für einen Edgewurf. Darf ich, Maestro? Was? Natürlich. Ach, schön. Ich dachte, so mit 5 Erfolgen oder so bin ich dabei. Zum Beispiel so. Jetzt bin ich mit 5 Erfolgen dabei. Krass. Yes.
Gut. Das war doch mal ein Edgewurf, der sich gelohnt hat bei 8 Würfeln, 4 Erfolge. Auf jeden Fall. Du siehst also diesen Kleiderstab, der da auf dem Tisch ausgebreitet ist. Du siehst auch zum Teil sogar schon die Ausbeulung, die wohl die Materialien, die da sonst noch so drin sind, verursacht haben im Innenfutter. Du siehst die Blisterfolie und eine Ecke Plastik, die da rausguckt. Also nicht direkt, na, Plastik ist der falsche Begriff. Ah, genau, so ein Etikett quasi, wie wenn du heute ein Paket aus Pappe entgegenbekommst, da dieses Seitenetikett von, ne, so mit Dingsnummer und allem. Kann ich das irgendwie alles wieder einpacken und in Ursprungszustand zurückversetzen? Die Frage ist, was der Ursprungszustand war. Du kannst das Gefäß in die Blisterfolie packen, ja? Das ist kein Problem, das geht doch relativ schnell, weil im Wesentlichen haust du halt die Blisterfolie drumrum und passt das. Das Etikett, wenn du jetzt die Blisterfolie anhebst, besagt übrigens unbedingt trocken halten. Okay, ist es nass? Naja, in dem Gefäß ist eine Flüssigkeit drin, die nicht Wasser sein kann, weil sie perfekt spiegelt. Jojo geht gerade langsam zittrig auf die Knie neben Billy mit dem Messer in der Hand. Okay, sie hat sich ja bisher relativ langsam bewegt. Die kann jetzt nicht Sibylle umbringen, das geht nicht. Mit Versuchen möglichst hohem Tempo die Distanz zu Jojo überwinden und ihr Versuchen mit geschickten Fingern das Messer zu entwinden? Sagen wir es mal so. Der Ork gerade, ne? Ja, okay, es war ein Ork, aber der hat 4 Schüsse aus einer Knarre gebraucht. Du kannst auf Jojo zurennen. Die Frage ist bloß, ob das sinnvoll ist. Ich weiß, wie gut ich schießen kann. Wenn die nebeneinander sind, ist die Wahrscheinlichkeit hinzulaufen und das so zu versuchen höher als drauf zu schießen. Oder? Ja, das ist nicht ganz falsch. Sturmangriff, waffenloser Nahkampf. Und ich würfel für Flummi, weil die Abzüge kriegt. Jojo, was hast du in waffenlosen Nahkampf? Gar nichts, ne? Warte. Ich glaube 1 oder so. Dachte ich. Offensichtlich doch nicht. Gar nichts? Nö, hab nix. Okay, 3 Würfel. 3 Würfel? Nee, hast du leider nicht. Mahina stürmt auf dich zu und reißt dir das Messer aus der Hand. Bist du wahnsinnig? Was hast du vor? Einen Fehler wieder gut machen. Aber was hat sie denn getan? Zurück. Sie hat doch gar nichts gemacht. Wie gut kennst du sie jetzt? Wie lange hast du sie nicht mehr gesehen, ha? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dir irgendwas getan hat. Woher weißt du das? Du kennst mich doch gar nicht. Du kennst sie auch nicht. Also hör auf, so zu reden. Aber ihr war doch bis eben auch noch Frau. Und das ist nur diese Schale mit diesem scheiß Zeugs da drin. Das ist nur dieses magische Teil hier. Das bist nicht du. Du sprichst gerade, als wärst du von einem Dämon besessen oder so. Versuch wieder, dich an dich zu erinnern und daran, dass Sibylle gesagt hat, ihr wärt Schwester. Hör auf mit diesem pseudo-psychologischen Geseier. Okay, ich werde jetzt das Zeug da rausschütten und dann werden wir das verpacken und ganz schnell zu Boy bringen und dann soll er machen, was immer soll sie damit machen, was sie will, ist mir egal. Und dann bringen wir Sibylle ins Krankenhaus. Mahina nimmt das Messer, das sie Jojo gerade abgenommen hat, mit, würde sich zügigen Schrittes auf die Schale zu bewegen, weiterhin Jojo im Auge behalten und will dann das, was da drin ist, ausschütten. Jojo hat Hände. Um Billy zu erwürgen, meinst du? Ja. Okay. Macht das fast schon Spaß gerade, oder? Was meinst du mit fast? Ja. Ah. Ach nee, warte mal, Standardspruch. Schnauze, du bist gar nicht da, Junge! The joke is on me, hä? Huh? Oh yeah. Wir müssen ja jede Waffe irgendwie sächsisch aussprechen, ne? Jojo nimmt also ihre Hände und legt sie nicht sanft um Billys Hals, drückt zu. Mahina stürmt auf die Schale zu. Weiß nicht, was hast du gerade gesagt? Ich hab's vergessen. Ich bin, ja, wenn Mahina wegrennt, sie hat ja extra gesagt, dass sie sie im Augenwinkel behält. Wenn ich sehe, dass sie anfängt zu würgen, dann, oh
Naja, Jojo bewegt sich wie immer langsam und mit quasi Stillständen. Ja, dann charge ich weiter zu der Schale rüber und versuche da das Wasser auszuschütten und versuche einfach schneller zu sein und das damit zu brechen, in der Hoffnung, dass sie zu sich kommt. Also im Wesentlichen kippst du sie aus. Boah, sie kippt eine Schale aus. Shadowrun ist so episch, Leute. Okay, du kippst die Schale aus. Jojo hört einen sehr hohen, den ich nicht nachmachen werde, sehr hohen, widerlichen Schrei in ihrem Kopf. So 4 Sekunden lang 1000 Stimmen, die durcheinander sprechen. Sehr unschön. Und Mahina sieht, wie diese Flüssigkeit quasi rausläuft und dann in der Luft verdampft. Jojo ist jetzt übrigens danach wieder, wenn sie wieder zurechtkommt, nach diesem komischen Zeug in ihrem Kopf, also die Schreie normal. Mahina bemerkt weiterhin, dass das Gefäß in ihrer Hand A, unheimlich heiß ist, also du kannst das schon in der Hand halten, aber es ist echt unangenehm. B, wenn du es umdrehst, ist quasi auf dem Boden des Kelches, was man vorher nicht sehen konnte, weil es, wie gesagt, perfekt spiegelt, eine kleine Narzisse abgebildet. Also nicht nur abgebildet, sondern es ist tatsächlich die Blüte einer echten Narzisse. Oh yeah. Okay, ich nehme mir irgendein Stück Stoff, das da rumliegt, wische diese Schale wirklich furzentrocken und würde sie dann gerne wieder in das Papier, in diese Folie einschlagen mit dem Absenderzettel, so wie das. Ich versuche das wieder in Ursprungszustand zurückzuversetzen. Ja, wie bereits in Session 8, die Frauen machen sauber, also und du wischst die Schale aus. Ja, das und dann ist super. Schnell nach Jojo, also mich zu Jojo. Wenn du die Schale auswischst, wird sie auch kälter. Und Jojo, also ich nehme an, weil Schrei und eklig, wird erstmal Hände an Kopf und mehr oder weniger zusammenbrechen, aber danach, ja, von wegen, ne, zurechtkommen wirst du gleich ausspielen, aber sie ist dann per se wieder Jojo. Ach, und sie weiß davon nichts mehr. Hä? Wie, sie weiß davon nichts mehr? Von dem, was sie gerade gemacht hat. Du weißt noch, dass Mahina runtergestürmt ist und voll krass Billy verarzten musste und dass sie voll am Arsch ist. Und jetzt liegst du hier am Boden und hast noch ein Summen in den Ohren. Okay. Nein, du darfst nicht auf fotografisches Gedächtnis würfeln. Hatte ich nicht vor. Ich weiß. Jojo? Hä? Guckt sie Mahina dabei an? Ja. Sieht sie wieder normal aus? Ich gehe mal fast davon aus. Achso, ging das an mich? Na, sie hat einen normalen Gesichtsausdruck wie jemanden, der gerade irgendwie was Komisches, Schmerzhaftes im Kopf hatte und sie hat auch keine komische Glibbersabber mehr am Mundwinkel. Klebt da noch irgendwas an den Augenaußenwinkeln? Nö. Ist alles weg. Du siehst, dass Mahina dich eine ganze Weile ziemlich eindringlich mustert. Alles okay bei dir? Wie komme ich jetzt hierher? Okay. Du siehst, dass Mahina wieso aufatmet ist sie noch und nicht sich im deutlich Krankenhaus? Entspannter aussieht. Ich hatte hier gerade noch andere Dinge zu tun. Wie, du hattest noch andere Dinge zu tun? Sag mal, geht's dir noch gut? Du bist echt lustig. Ja, ich habe die Sachen eingepackt. Bringen wir gleich zusammen Sibylle ins Krankenhaus und dann die Scheiße hier zu Boy. Ganz einfach. Pass auf, du bringst Sibylle ins... Du weißt nicht, wo das ist. Ich bringe Sibylle zu ihrem Doc und... Das geht nicht, weil wir nur ein Auto haben. Super. Wir bringen jetzt erst Sibylle ins Krankenhaus und dann fahren wir und bringen die Sachen zu Boy. Okay. Ich weiß, wo wir hinfahren müssen. Mhm. Mahina würde jetzt die Sachen zusammensammeln und zwar nicht irgendwelche Klamotten auseinanderreißen, um da Dinge rauszupulen, sondern sie würde einfach alles zusammensammeln, was aus diesen Kisten kommt. Was machst du da? Den Scheiß für Nein, der Scheiß ist jetzt egal. Wir bringen sie jetzt ins Krankenhaus und danach können wir den ganzen Scheiß machen. Oh, glaub mir, ernsthaft. Erstmal ist sie halbwegs jetzt stabil. Die 2 Sekunden können wir uns nehmen, mal abgesehen davon, dass wir gerade schon... Bist du verrückt? ...genug Zeit mit anderer Scheiße vergolden mussten. Mahina rafft schnell die Sachen zusammen, steckt die in die Umhängetasche und fasst dann an Sibylles Füße an. Nimm ihre Arme, ich schaff das nicht alleine. Olga ist am nächsten? Gut, dann zu Olga. Jojo nimmt die Arme und man trägt sie, denke ich, runter in den Wagen. Ein kleines Mädchen, das gerade mit
einem Eis nach draußen kommt, ja, im Winter Eis, schlechte Erziehung, guckt euch natürlich neugierig und entsetzt nach, als ihr eine völlig zerstörte Billy da runtertragt. Ihr ladet sie ins Auto und bringt sie wohin? Ich war ja kurz AFK. Na, zu Olga, wenn ihr am nächsten ist. Ja, gut, Olga, sehr gut. Also, ich gucke auf die scheiß Karte im Score-Sketch und überall steht Penis. Wie soll ich denn hier noch was erkennen? Du hast echt nichts zu tun. Ich lasse Billy nie wieder verletzen. Ist okay. Olga ist ungefähr in der Seitenstraße war Stau, aber auf der regulären Straße nicht. Deswegen geschätzte 4 Minuten. Olga ist wirklich, wirklich am nächsten. Ich versuche da möglichst schnell hinzufahren. Ja, die Straße ist jetzt nicht so ultra krass. Achso, willst du so krass ohne Rücksicht auf Verluste fahren oder willst du so schnell fahren? Ich möchte so fahren, dass meine Karre und wir es überleben und ja, okay, dann habt ihr Zeit noch zu quatschen. Jojo ruft Olga an in der Zeit. Ich hab, nein, ist egal, es kommt gleich. Hallo, Jojo, was ist denn los? Ich hoffe, du bist jetzt da und wie ich komme gleich vorbei und ich habe jemanden dabei, der ziemlich, 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 ziemlich dringend irgendwie völlig am Arsch ist und Hilfe braucht und du bist die Auserwählte, ist das nicht schön? Ach, du bist der Dritte, der mir irgendjemanden bringt, der irgendwie, weiß ich nicht, Holzsplitter unterm Zehennagel hatte. Nee, Kugel. Uncool. Cool. Schussverletzung, okay, ja. Krieg ich hin, also ist noch zu retten, ja? Naja, schon, hoffe ich, keine Ahnung. Outgame, du weißt schon, dass sie gedolcht wurde, ne? Also gemessert. Ja. Oh, Entschuldigung, keine Schussverletzung. Messer, Küchenmesser. Scheiße. Küchen, oh, na, es großes ist fast, Küchenmesser. Fast noch schlimmer, okay. Irgendwo in die Bauchseiten, Dingsbums, Gegend, Torso, Hals. Gib eine Bildverbindung und zeig mir genau wo. Jojo, keine Organverletzungen. Hier eine Bildverbindung und zeig wo. Mahina würde einen medizinischen Statusbericht übermitteln. Oh, shit. Jo, Raum ist vorbereitet. Was ist denn das für ein Küchenmesser? Okay, ein großes? Fickt euch doch mit so einer Scheiße. Ich mach den Raum fertig, bring sie sofort rein, du weißt, wo es lang geht. Und ich brauch vielleicht deine, ich brauch auf jeden Fall deine Hilfe. Okay. Kann ich dir auch jemand anders dahinstellen, der da ein bisschen mehr von versteht als ich? Oh, du bist nicht alleine. Okay, ich brauche eure beiden Hilfe. Gut. Jojo legt auf. Wenn du soweit kurz die Möglichkeit hättest, das Auto zu übernehmen, dann würde ich gerne kurz Dinge verstauen, bitte. Man hält kurz an, Jojo übernimmt das Auto, man fährt weiter. Ja, wobei ich denke, dass vorne eigentlich so viel Platz sein müsste, dass man mit Autopilot wahrscheinlich so kurz tauschen kann, oder? Da gibt es doch keinen Autopilot, das funktioniert doch da nicht. In der Gegend wird ein Autopilot das auf jeden Fall nie schaffen in der Geschwindigkeit, die ihr wünscht. Ah, okay. Also anhalten ja, ist auf jeden Fall besser. Ich war ja, wie gesagt, kurz AFK. Was für Dinge möchtest du verstauen? Hast du etwa dieses Ding mitgenommen? Natürlich habe ich das mitgenommen, habe ich doch extra gesagt. Ja, da also war ich AFK. Alter, Falter, ihr seid ja bekloppt. Sie wollte nicht hören. Ich habe das ganz trocken gewischt und wieder alles verpackt. Ich habe auch den ganzen anderen Tüdel mitgenommen, den wir vorher mitnehmen sollten. Das war ja nur schnelles Zusammensammeln. Und ich möchte all das jetzt bitte verstauen in meinem Schmuggelbehälter, bitte. Jetzt habe ich gerade irgendwie akustisch, glaube ich, einen Leck gehabt. Also du hast das komische Gefäß richtig verpackt, schon klar. Willst du einen Schmuggelbehälter und was noch? Du hattest ja, also Boy hatte uns ja mehrere Sachen gesagt, die wir da verstauen. Es waren 3 Kisten, deswegen hat die ganze Kleidung umgedingst, weil das so viel war. Die ganze Kleidung kannst du auf gar keinen Fall. Du kannst so 2, 3 Jacken schon mal mitgenommen haben, aber der Rest ist auf jeden Fall nicht möglich. Was wiederum schneller ginge, wäre zum Beispiel sich seinen Comlink schnappen, was noch, also von der Leiche, was noch an war, die Tür zu knallen und hoffen, dass darauf der Code war, um wieder in seine Bude zu kommen. Okay, wenn das tatsächlich so rum war, dann habe ich das leider falsch verstanden. Dann Also du hast halt 3 Kisten mit Kleidung, wo du vielleicht insgesamt 20, 30 Jacken und Pullover hast, die du alle runterladen hättest müssen, zusammen mit Billy. Also es wäre eine Option gewesen, wenn dir billiger nicht wichtiger wäre als 400 Yen.
Nein, auf keinen Fall. Also gut, dann habe ich die Schale auf jeden Fall mitgenommen. Dann habe ich an Klamotten das reingesteckt, was ich halt gefunden habe, wo noch irgendwelchen magischer Kram drin war. Und die Sachen möchte ich jetzt während der Fahrt, während Jojo quasi steuert, in meinem Schmuggelbehälter verstauen. Was hast du? Ja, das passt alles rein. Aber ja, bist du sicher, dass in dem Schmuggelbehälter nicht noch ein wenig Kondenswasser war? Die Schale ist eingepackt, trocken, eingepackt in der Folie und in den Klamotten. Schon klar, aber kannst du sicher sein? Nee, ich könnte noch eine Plastiktüte drumrum stülpen. Aber wird das reichen? Ja, ich höre ja schon auf damit. Gott, Meister, ich hasse dich. Ja, willkommen im Club. Ey, du hast gar keinen Grund, mich zu hassen. Du hast doch von der ganzen Action gar nichts mitbekommen. Doch, ich konnte Penisse malen. Schreiben. Touché. Okay, du packst so viel Kram, wie du ansacken konntest, in deinen Schmuggelbehälter. Und Jojo fährt in der Zeit weiter. Mit geschlossener Tür, sorry, ne? Also. Ja, das Comlink. Ja, das ist nicht ganz dumm. Also, bei mir, ich gehe davon aus, dass viele über ihr Comlink auch ihre Türsteuerung haben, weil Comlink halt für alles ist. Da du noch nicht so lange dabei bist, sag ich das nochmal. Passt! Ihr fahrt zu Olga. Flummi, Olga, ich hab's gerade nochmal gelesen, gar keine Info, wo genau sie praktiziert, aber du kannst das ja sicherlich beschreiben, zusammen mit ihrer Person. Ach so. Olga ist im Erdgeschoss eines eigentlich völlig normalen Wohnhauses. Man kommt halt rein. Da ist ein Flur, von da geht eine Küche ab, von da ist weiterhin noch ein Wohnzimmer und da, wo normalerweise ein Arbeitszimmer wäre, hat sie diesen komischen kleinen Raum, in was heißt klein. Andere Leute haben da ihr Kosmetikstudio, Olga hat da eine Liege und ihren Medizinscheiß drinstehen. Olga selbst ist eine Dame, die ja gängige Kleidergrößen sprengt. Schön ausgedrückt. Ach, schön. Bisschen überschminkt ist, mit Tattoos arbeitet, auch relativ viel eigentlich, hauptsächlich Nanotattoos, weil, wenn sie es sich leisten kann. Und ja, sie hat dunkle, lange Haare, die sie meistens zu irgendwelchen komischen, halb kunstvollen Frisuren irgendwie ja, aufgetürmt hat und ist ansonsten sie ist gar nicht so alt eigentlich, sie ist noch relativ jung in so in Anführungsstrichen, also lass sie so Ende 20, Anfang 30 sein, sieht ein bisschen jünger aus als sie ist, man sieht halt wenig Falten, was aber möglicherweise auch mit ihrer Körperfülle beziehungsweise auch dem entsprechend fülligen Gesicht zusammenhängen kann und ja, ansonsten Mir fallen gerade noch diese zwei, das sind bestimmt Piercings, an der Unterlippe so zwei Stränge nach unten, wie so eine Art Pseudo-Dreieck auf. Die sind sehr interessant. Cool. Bild müsste dann irgendwann auch bei... Ja, sie hat Tattoos und Piercings und alles Mögliche. Alles, was dazugehört. Bild müsste dann auch bestimmt auf unserer Seite sein. Also, ihr kommt an. Noch nicht, aber bestimmt dann irgendwann. Ja, dann entsprechend bestimmt, hoffentlich. Also, wir sind ja immer up to date. Ihr kommt da an... Wagen einfach auf dem Fußgänger, also auf dem Fußweg parken, Billy da rauszerren, ab zu Olga rein, die schon in fertiger OP-Kleidung bereitsteht, auf der Liege. Ah, Mann, scheiße, sieht noch schlimmer aus als auf dem Bild. Ihr beiden, Hände waschen, die Scheiße da anziehen, wenn es euch nicht passt, wieder egal, Mundschutz auf und dann herkommen. Jojo folgt den Anweisungen. Ja, Mahina. Olga nimmt schon mal den Druckverband ab, guckt sich das Ganze nochmal an. Natürlich wird das Medikit angeschlossen, um zu gucken, ob Billy während der OP stirbt. Das wäre interessant. Und dann geht der wilde Spaß los. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das richtig ist, was ich erzähle. Aber bitte, Flumi, unterbrich mich. Ich nehme an, da muss nochmal abgetastet. Keine Ärztin. Du bist keine Ärztin, aber du musst mir irgendwas wissen.
Da muss bestimmt nochmal sogar ein etwas größerer Schnitt gemacht werden, um zu gucken, damit man besser fühlen und gucken kann mit irgendeiner Minikamera, ja, ob da irgendwas verletzt ist. Fühlst du normalerweise auch gar nicht drin rum eigentlich. Vor allen Dingen fühlst du da nicht mit dem Finger drin rum, aber das ist... Nicht? Nee, also macht weil das weniger... Infektionsrisiko und bla, weißt du, da geht man nicht einfach rein. Damit macht man meistens noch mehr kaputt, als sowieso schon kaputt ist. Ich denke mal, du machst das auf, dann guckst du da mit einem Endoskop oder einer Kamera rein und guckst erstmal, was überhaupt kaputt ist, wenn du durch das ganze Blut überhaupt noch was siehst. Das heißt, du bist erstmal beschäftigt, das Blut loszuwerden und die Blutung zu lokalisieren. Dann guckst du, dass du die Blutungen irgendwie zum Stillstand bekommst und dann kannst du dir angucken, was du eigentlich noch machen musst, ob das, was du da tun musst, überhaupt noch zu retten ist. Wenn du die Blutung nicht gestillt kriegst, dann wird dann das, was vorbei. Da so blutet, einfach rausgenommen. Fertig. Also im Wesentlichen Endoskoprinne und Absaugerinne. Blut absaugen, so schnell es geht. Dann die Hauptarterien und Venen, die da zerfetzt sind, irgendwie erstmal notdürftig flicken. Flicken, ja, ganz wichtig. Pflücken geht auch. Nein, gepflückt wird auf jeden Fall die Milz. Die muss raus. Aber eine Milz braucht sowieso keiner. Ansonsten hatte Billy, ich will nicht sagen, dass sie Glück hatte. Billy hatte Danke. Also übelstes Schwein, weil nur die Milz raus musste jetzt. Die entsprechenden Blutgefäße werden dann noch etwas professioneller versiegelt, mit Hilfe der beiden, vor allen Dingen Mahina, weil die halt Ahnung hat, und Jojo als gib mal das und gib mal das Frau. Dann wird das Ganze, wird das eigentlich innerlich desinfiziert? Nee, ne, ergibt keinen Sinn. Kommt drauf an, was verletzt ist, aber es macht Sinn, das Ganze zu spülen und damit Antibiotikum und bla und den ganzen Scheiß zu machen, weil man nicht weiß, wo das passiert ist, du nicht weißt, wie steht das Küchenmesser. Na, Antibiotikum ist ja klar. Das Küchenmesser wird nicht steril gewesen sein. Normalerweise spülst du das mit steriler Kochsalzlösung oder sowas. Okay, also dann haben wir jetzt noch irgendwelche Drainagen, damit dann irgendwie noch so rotzt, dass der rauskommt und so. Jo. Sehr gut, also jetzt habe ich zwei Expertinnen. Sterile Kochsalzlösung, Rinne, Drainage, damit der ganze Scheiß, der später kommt, abfließen kann. Und Antibiotika dann intravenös. Sehr gut. Dann ich glaube, man kann sowas auch antibiotisch spülen, aber das ist auch Wurst. Ja, aber ist doch gut zu wissen, wir stehen doch für Bildung und Unterhaltung. gut, dann wird die ganze Kacke zugenäht und mit Kacke meine ich Elfe. In die Position gebracht, wo sie nicht auf der Naht liegen muss. Sauerstoffgerät, ja, ist vermutlich schon nötig. Intubieren muss man die vermutlich auch, wegen einer Operation. Jo, passt. Die Operation geht also vonstatten. Es ist zwischendrin auch kritisch. Blutgruppen dürften in SR nicht mehr so das Problem sein. Also sie kriegt auch irgendwelche Transfusionen, das ist klar. Genau, dann wird die Operation durchgenommen. Wie gesagt, es wird zwischendurch kritisch, aber man kriegt es hin, sie zu retten. Dann raus aus dem OP-Saal, weil die Geräte das überwachen. Fuck, was habt ihr mir da angebracht? Kann sie jetzt erstmal hier bleiben? Sie muss hier bleiben. Gut, dann halt sie erstmal hier, ich muss weg. Aber sie wird wieder, oder? Wie, du musst weg? Was ist denn, wenn ich dich nochmal brauche? Da kann irgendwas passieren zwischendurch. Ich bin eh keine Ärztin, dann frag sie. Ich kann das sowieso nicht. Du bleibst hier. Okay, was hältst du davon, Jojo, wenn ich jetzt kurz zu Boy fahre, ihr die Sachen rüberbringe? Du bleibst hier. Gut, dann fahre ich jetzt woanders hin, dann gehe ich den Scheiß holen und bring den weg. Ist mir scheißegal, wo du jetzt, du hast recht, du bist keine Ärztin. Du hast ein bisschen Ahnung, das heißt, du bleibst hier. Nix, willst du, dass die abkratzt, wenn ihr irgendwas passiert zwischendurch? Alleine kriegt das nicht geregelt. Jetzt, pst, ich will doch eigentlich nur Jojo warnen, damit das, was sie jetzt vorhat, auch funktioniert. Was? Ich bleib doch hier, alles gut. Was soll, du weißt doch überhaupt nicht, was ich vorhab. Nein, aber ich weiß, dass mit dem Scheißding passiert, das da in meiner Karre ist, verdammt. Was willst du? Dieses magische Teil, das wir da rausgeholt haben, ist mit äußerster Vorsicht zu behandeln. Was für ein magisches Teil? Du hast gar keine Ahnung mehr, was da oben passiert ist, oder? Ich habe eine ungefähre Ahnung, was der Grund für den ganzen Scheiß war. Ja, deswegen will ich ja weg. Du hast doch gesehen, dass ich vorhin Sachen in dem Behälter in meinem Van verstaut habe, richtig? Ja, und? Wenn du die rausholst, dann achte darauf, und das ist kein Scherz, das ist ganz wichtig,
diese scheiß Schale, die da drin ist, dieser Kelch, der muss unbedingt trocken bleiben. Da darf nichts an Flüssigkeit drankommen. Sieh zu, dass du das Ding so schnell wie möglich zu Boy wieder los wirst. Ja, passt schon. Nicht nass werden lassen, bitte. Nein. Kann ich jetzt gehen? Mahina sieht nicht besonders glücklich aus, zuckt dann aber die Schultern und seufzt. Gut. Jojo läuft raus. Das gelingt dir? Gut. Warte mal, wo sie hinfährt. Zum anderen Doc. Ach, du meinst Professor Dr. Nikolai Ivanovic? Ja, oh, alles klar. Also, ab in die Karre. Ran zum Doc. Ich muss kurz gucken, wo der wohnt. Also, wo der arbeitet. Komme ich da überhaupt hin? Das ist jetzt die zweite Frage. Du warst ja schon mal dort. Das sind Donskoy. Warte. Na, 20 Minuten Fahrt. Gut. Okay, nach 20 Minuten kommst du auch an. Ich lauf da rein. Karre, ach, was ich noch sagen muss, die Karre, ne? Hm. Alter, die ist so schwerfällig und so scheiße zu fahren, das geht gar nicht. Okay. Nachdem ich über die Karre geflucht habe, laufe ich bei dem Typen rein. Ein neues Paar Muskeln erwartet dich. Wow. Ist gerade beschäftigt. Wie, der ist gerade beschäftigt? Er hat gerade einen Kunden. Das heißt, du lässt mich da jetzt nicht rein, oder was? Ja. Oh, fickt euch doch alle, ehrlich. Jojo läuft wieder raus. Naja, für einen Huni vielleicht. Kann er vielleicht dich vorlassen? Weiß ich nicht. Wer bist du überhaupt? Ich hab dich noch gar nicht gesehen. Du bist kein normaler Stammgast. Nee, ich war noch nicht so oft hier. Ich bin aber wegen einer wichtigen Sache hier. Sie geht wieder zurück. Jeder ist wegen einer scheiß wichtigen Sache hier. Warte. Er hat Mist gebaut. Warte, er kriegt jetzt ein Bild von dir. Wenn du mir Scheiße erzählst, fliegst du raus. Holt sein Comlink vor, macht ein Bild von dir, schickt das dem Doc. 2 Minuten später kommt ein anderer Patient raus, er sieht sichtlich erzürnt aus und betastet seine Cyberhand, die irgendwie, also die Finger bewegen sich offenbar, ohne dass er das will, wie als würde er Klavier spielen. Und Professor Dr. Nikolai Ivanovic, ich liebe diesen Namen, steht vor der Tür, also in der Tür, zu seinem Behandlungszimmer. Jojo geht rein. Was kann ich für Sie tun? Sie sagten, es sei wichtig. Ja, der Blocker funktioniert nicht. Inwiefern? Insofern, als dass ich plötzlich an einem Ort bin und dann irgendwann an einem anderen Ort bin und mich an die Zeit dazwischen nicht erinnere und Alkohol oder Drogen sind daran nicht schuld. Das scheint mir höchst unwahrscheinlich. Ist noch nicht lange her, vielleicht anderthalb Stunden? Ich kann selbstverständlich die entsprechenden Tests durchführen, aber ich muss Ihnen gleich sagen, dass das Implantat, das Sie tragen, dafür, es ist kein Datenfilter, dementsprechend wird es eigentlich keine Erinnerungen löschen oder dergleichen. Ja, aber Sie haben mir von diversen Symptomen erzählt, die das auslösen kann, und ich glaube, sowas Ähnliches war dabei. In der Tat. Allerdings beim Implantieren oder beim Einspritzen der Naniten bei dem entsprechenden Scan hätte mir entsprechende Symptome auffallen müssen. Sie haben mir gesagt, dass das durch dieses Datenschloss und eine Interaktion zwischen Datenschloss und Datenbuchse ausgelöst werden kann. Dadurch können körperliche Symptome erscheinen, die Sie auch... Sie meinen sowas wie Bewusstseinstrübung, Schwindel, plötzliche Ohnmachten, demenzähnliche Erscheinungen, Blackouts und Halluzinationen, die hervorgerufen werden. Gut. Durch zum Beispiel Hirntumore, die so schnell nicht wachsen können. Ich kann sie gern oder Hirnblutungen. Jetzt. Legen Sie sich bitte hin. Jojo legt sich hin. Ja, er wird jetzt deinen Körper scannen. Gut. Dim, 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 dim. Er wird dich nicht nach Keksen oder Tee fragen, die du zwischendurch genießen könntest. Nein, er merkt schon, dass du irgendwie komplett ausrastest. Schließt dann seine Tests entsprechend ab. Der Blocker funktioniert einwandfrei. Es gibt keinerlei anormale Aktivitäten, sowohl des Hirnstammes als auch sämtlicher anderer Funktionen. Sie sind nach allen Maßgaben gesund.
Wenn, haben Sie irgendetwas konsumiert? Nein. Er blickt dich ein paar Sekunden durchdringend an. Es sind absolut keine Auffälligkeiten, sowohl auf der physischen Ebene als auch in der Arbeit der Rezeptoren und Neuronen. Das heißt, Sie wollen mir sagen, ich bin geisteskrank oder was? Gut, weiß ich Bescheid. Danke. Was kriegen Sie? Dafür gibt es keine körperlichen Symptome. Es gibt einige Störungen der Psyche, die körperliche Symptome vorausschicken. Wenn Sie an einer Krankheit leiden, die, wie Sie es nennen, Geisteskrankheit ist, müsste es dafür in den meisten Fällen, wie zum Beispiel Schizophrenie, in extremer Ausprägung schon vorher Merkmale oder Symptome gegeben haben, die Sie mir bisher nicht genannt haben. Weil mir davon nichts bekannt ist. Ihre Umwelt hätte dementsprechend reagieren müssen. Gut, passen Sie auf. Ich bin vor zwei Wochen irgendwann mal zusammengeklappt und hatte irgendwelche komischen Krampfanfälle. Und ja, das war nachdem dieser Blocker eingebaut war. Ich habe den. Nee, war das davor? Es war davor. War davor. Okay, dann streich den Satz. Okay, ich habe keine Ahnung, was los ist. Gut, was kriegen Sie von mir? Offensichtlich können Sie mir nicht helfen. Dann verzeihen Sie die Störung. Frau Jojo, Sie wirken allem Anschein nach gesund. Ich kann psychologische Tests mit Ihnen durchführen, wenn Sie glauben, dass Sie an einer Geisteskrankheit leiden, was ich für, wie gesagt, sehr unwahrscheinlich halte. Dann wäre es sinnvoll, diese Tests jetzt durchzuführen. Warum? Ist doch egal. Nun, wenn dem nicht so ist und Sie psychisch gesund sind, wäre es doch sinnig, eine körperliche Ursache, die ich jetzt übersehen haben könnte, was ich auch nicht für wahrscheinlich halte, in aller Bescheidenheit, doch noch einmal anzugehen. Sie haben gesagt, Sie haben nichts übersehen. Ich glaube Ihnen das einfach mal. Ich glaube es Ihnen. Sie können ohnehin nicht mehr machen, als all das, was Sie jetzt gemacht haben, nochmal zu tun. So, ich verstehe, dass Sie aufgebracht was sind. Was wollen Sie dann Schildern von mir? Sie mir die entsprechende Situation ohne Auslassungen und ich kann Ihnen helfen. Die Tatsache, dass Sie einen Blackout gehabt haben könnten, hilft mir an sich nicht weiter. Ich brauche Umgebungsfaktoren. Es könnte genauso ein Umweltgift oder dergleichen gewesen sein. Bitte. Passen Sie auf, ich war in einer Wohnung. Irgendwie, ich wollte was abholen. Der Typ, von dem ich was abholen wollte... Was wollten Sie abholen? Wo war die Wohnung? Auch in Donskoi. Norden, Süden, Osten, Westen, in der Nähe von Industriegebieten, in der Nähe von großer Ansammlung von Teufelsratten, in der Nähe von Abgasen. Wo genau? In der Nähe von... Eine beschissene Gegend. Es war ein Smog da, ja, aber nicht mehr als sonst überall auch. Keine sonstige Industrie in der Nähe, keine Teufelsratten, die ich gesehen hätte, keine Toxine oder was auch immer, die ich gesehen hätte. Was ich abholen wollte, ein Haufen von Klamotten. Es waren einfach nur Klamotten. Alte Klamotten, was auch immer. Wenn Sie mir jetzt ankommen mit irgendwelchen Schimmelpilzen, vielleicht. Aber warum bin ich dann die Einzige, die so ausgerastet ist? Außer dem Typen, von dem ich sie abholen wollte. Der ist nämlich völlig ausgerastet und mit irgendeinem komischen Messer auf mich zugelaufen. Gut. Wie können Sie dann daraus schließen, dass Sie geisteskrank sind, wenn offenbar jemand ähnliche Symptome zeigt? Es Weil muss offenbar eine Umweltursache haben. Gut, dann ist es eine Umweltursache. Dann ist unsere Unterhaltung jetzt beendet. Ich danke Ihnen. Nein, weil entsprechende Gifte aus Ihrem Körper entfernt werden müssen. Nicht abschätzbare Langzeitwirkungen. Haben Sie irgendeinen speziellen Geruch wahrgenommen? Haben Sie etwas Auffälliges süßlich gesehen? Ein süßlicher Geruch. Ich habe sonst nichts gesehen. Gut, ich würde vorschlagen, dass wir... Gott, wie heißt das gleich nochmal? Diese Blutreinigung, weißt schon, ne? Dialyse? Gelatherapie oder Dialyse, sowas? Dialyse, ja. Dialyse ist ja das eine, aber da gibt es doch irgendwie Gelatherapie. Nee, egal. Gelatherapie machst du nur bei Schwermetallen. Ach so. Na dann hier. Dann würde ich vorschlagen, dass wir eine Dialyse. Blutreinigung vornehmen. Und wie lange soll das dauern? Oh,
gehen? Halbe Stunde oder was, ne? Länger als eine halbe Stunde, ne? Also eine Dialyse heute dauert mehrere Stunden. Weil das Blut halt durch eine Maschine geleitet wird und dann wieder zurück in den Körper gereinigt wird. Ja, klar, gereinigt und das darf nicht so viel auf einmal und überhaupt, du hast recht. 2 bis 3 Stunden. So viel Zeit habe ich jetzt nicht. Ich kann Ihnen eine, ich kann Ihnen Naniten verabreichen, die gängigsten Umwelttoxine, die natürlich vorkommen, beseitigen. Der Preis würde 450 Nuyen betragen. Gut, herzlichen Glückwunsch. Ich werde jetzt gehen. Was kriegen Sie für Ihre Mühen? Halten Sie das für klug? Es hat nichts damit zu tun, ob ich das für klug halte oder nicht. Verstehen Sie das nicht? Ehrlich gesagt, verstehe ich es nicht. Gut, ich habe die Kohle nicht, ganz einfach. Und ich werde mich jetzt hier nicht hinstellen und irgendwelche Schulden machen, wenn ich nicht weiß, wann ich sie zurückbezahlen kann. Haben Sie das verstanden? Und ich möchte jetzt bitte gehen. Also, was kriegen Sie für Ihre Mühen, verdammt nochmal? Ich möchte nicht unhöflich werden, aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund lassen Sie mich hier nicht weg. Gut, wenn Ihre Finanzen ein Problem sind, sagen wir das bitte im Voraus, das ist in Ordnung. Gut. Für meine Mühen jetzt bekomme ich 40 Nuyen. Vielen Dank. Gut. Er kriegt 50 und sie wird gehen. Nein, er kriegt 40, den Rest kriegst du wieder. Gut, dann kriegt er 40 und sie wird gehen. Es ist Professor Dr. Nikolai Ivanovich, der ist exakt, ja? Okay. Alles andere wäre ja Bestechung. Ja, sie geht. Sie fährt zur Wohnung und räumt jetzt den Scheiß ein. Gut. Ja, mit ein bisschen Tasten kriegt man auch relativ schnell raus, welche dicken Kleidungsstücke da irgendwas drin haben und welche nicht. Sie packt einfach alles ein, wenn das ausgeräumt ist. Das ist ihr jetzt egal. Nicht, dass irgendwo vielleicht was Kleines eingenäht ist, das sie übersieht. Das sind 5 schwere Kisten, Alter. Der Jojo ist nicht gerade die, ne? Ja, und? Sie hat gerade genug Energie im Körper. Bis zum Berauschen, glaube ich. Ja, ich kenne jemanden, der nach der Aktion sofort pennt. Gut, du packst alle Kisten in das Auto. Okay, dann fährt sie zu Boy, liefert die Kisten ab. Ihr habt die zwischendurch nicht angerufen, ne? Nö. Gut. Ah, was hat denn da so lange gedauert jetzt? Keine Ahnung, ein völlig durchgeknallter Typ, der versucht hat, uns abzustechen zum Beispiel. Jemand hat versucht, die Lieferung abzufangen? Nö, der Typ, von dem wir sie abholen wollten, ist völlig durchgedreht. Okay, ich kümmere mich um Piotr. Alles klar bei euch? Der Typ ist tot. Ich kümmere mich um Piotr. Ach so, ja, ist ja ein anderer. Nö, ist nicht klar. Die eine, die mitgegangen ist, ist jetzt beim Doc. Okay, ich sorge dafür, dass Piotr alles bezahlen wird, was von wegen Krankenhausrechnung. Ach ja, ich habe da noch was für dich, von dem ich dir sagen soll, von der... Ich habe ihren Namen vergessen. Das darf wohl auf gar keinen Fall irgendwie nass werden oder mit Wasser in Berührung kommen. Das sei wohl fürchterlich wichtig. Hä? Sie drückte die Schale in die Hand. Was denn das für ein Dreck? Ich weiß nicht, was das ist. Sie hat nur gesagt, das darf auf gar keinen Fall irgendwie mit Wasser in Berührung kommen. Boah, dass diese Kackfunzeln immer so übertreiben müssen. Ja, ich schaff das jetzt. Ich schaff das jetzt in den Laden und da kann's verrotten und ich schreib dran, nicht nass machen. Okay, der Typ ist abgekratzt, der auf euch losgegangen ist. Ja. Gut, Piotr wird Spaß haben. Meine Fresse, ich soll den Laden zumachen. Wie gesagt, ich kümmere mich um die scheiß Krankenhauskacke. Wer hat's erwischt? Die Blonde. Billy. Alles klar. Gut. Ich fahr dann mal wieder. Aha. Sie packt sich auch gerade eine Pistole ein und macht sich auf den Weg. Jojo fährt zurück zu Olga. Ja! Ich hätte eine Zwischenansage für die Zeit, während wir da jetzt gerade so verbringen. Niemals! Wenn ja, Olga mich jetzt nicht akut braucht, um irgendwas an Billy zu tun oder irgendwie anderweitig eine helfende Hand braucht, wird Mahina im Schneidersitz irgendwo auf dem Boden sitzen und meditierend zur Mondin beten um heilende Energie und Kraft für Billy. Im ersten Moment wird Olga fragen, was die Scheiße soll. Das wird Mahina elegant ignorieren. Das dachte ich mir fast. Allerdings lässt sie dich dann auch in Ruhe, da jetzt auch kein krasser Notfall mehr eintritt. Ist halt Intensivstation, diesmal ohne, naja, Tod. Mhm. Juhu!
Ich weiß nicht, ob es an der Stelle sinnvoll ist, einen Cut zu machen. Könntest oder ob ihr noch irgendwas... Lassen? Ja, ihr könnt euch jetzt auf jeden Fall noch gerne unterhalten. Danach wird auf jeden Fall nichts mehr passieren, weil Bill jetzt eh ein bisschen länger braucht. Wie jetzt? Habe ich einen Snickers? Bitte! Sorry, ey, Junge, sorry. Ich hatte nicht mit 9K gerechnet, echt. Ich dachte, du hast die Panzerung an, weil Jojo so ein abgefucktes Gebiet wohnt und so. Es tut mir leid. Aber du hast dich selbst ausgewürfelt. Die Zoe hat es noch nie angezogen, weil es einfach keinen Grund dafür gab. Und beim Grubenkampf hatte ich ja gesagt, was ich anziehe. Das habe ich mir auf jeden Fall gemerkt, weißt du? Wie, Alter, du hast jetzt nicht gemerkt, wie Billy aussieht. Ja, kabam, um es mit Flummis Worten zu sagen. Was soll ich sagen? Keine Ahnung. Krass, ne? Also erstmal das Intro ist wicked. Unser liebster SL hat sich da was einfallen lassen, weil irgendwie hatte ich die beiden Mädels gefragt, dass sie ein Intro einsprechen. Die hatten dann aber nicht so richtig Lust. Dann hat unser Troll-Ballerinachen ganz schnell mal eben ein Intro fertig gemacht auf diese Weise. Ich find's cool. Erinnert mich an Anonymous, richtig? Ja. Wir sind ja vielleicht von Anonymous, wer weiß es, ne? Das weiß man ja nie, ob man Anonymous ist. Wie dem auch sei, scheiß drauf. Was soll ich sagen? Ich hoffe, euch hat das soweit gefallen, was wir da jetzt wieder angestellt haben. Muss man gleich dazu sagen, zwischen den Spielern ist alles okay, auch der Spielleiter, auch wenn er böse ist und immer böser wird. Ihr seht das ja jetzt, ne? Also Drama und nochmals Drama. Drama hoch 10. Das wird auch nicht besser werden. Also ich habe ihn zwar gebeten darum, dass er doch mal ein bisschen Mitleid mit uns hat und was Tolles machen lässt und keine Ahnung, aber nee. Züricher Orbital wird nicht kommen in absehbarer Zeit, wird auch so bleiben. Wir werden weiter Schalen auskippen und werden weiter Milzen? Was ist denn die Mehrzahl von Milz? Milzen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist auch nicht wichtig, weil der Aufklärungsbeitrag schon geleistet wurde, mehrfach in dieser Episode. Dran denken, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, dann White Russian hilft euch nicht weiter. Ihr müsst also wirklich zum Doc gehen, wenn was ist, ne? Also bitte keine Selbstversuche machen, wie wir das tun. Dieses gefährliche Halbwissen kann zu Langzeitschäden führen, was zwar die Folgen, die wir ausstrahlen, auch schon im Prinzip verursacht, also Langzeitschäden. Deswegen, wir entschuldigen uns an der Stelle und nehmen Abstand von sämtlichen Anklagen bzw. irgendwelchen Vorwürfen und so weiter und so fort. Lalala, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Session ist hochgeladen jetzt, ihr habt sie angehört, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir grüßen an der Stelle unseren neuesten Zuhörer, den Trollstrolch. Jetzt habe ich es hoffentlich richtig ausgesprochen, ja, habe ich. Wir grüßen unsere Freunde vom Amerika, vom Hidden Grid. Ich weiß nicht, ob die sich wenigstens die Enden anhören, wahrscheinlich nicht, aber wir sind im Kontakt mit denen, also ich jedenfalls. Liebe Grüße an Justin und die Crew. Coole Sache bei denen. Victory Road hatte ich, glaube ich, erwähnt, das letzte Mal, dass die S3 E4 draußen ist. Ich sehe was du nicht siehst. Anhören macht Spaß. Die haben auch noch andere Sachen. Also Redstone spielt zum Beispiel Darksiders 2 oder andere Geschichten, die sie machen. Zum Beispiel Victory Road versus, in diesem Fall ist die 05 draußen. Sunset Riders könnt ihr euch anhören, ist auch cool. Die Jungs machen wie immer Spaß. Und last but not least grüße ich heute auch wieder die Snowcat. Auf www.snowcatland.com gibt's immer interessante Sachen rund um Shadowrun. Dann natürlich deren eigene Runde, die wohl am Freitag wieder stattgefunden hat. Ich hoffe, die hatten Spaß und war toll. Für mich ist es immer interessant, ich schaue immer in die tägliche Kolumne rein und schaue immer, was momentan abgeht bei ihr und schreibe dann auch was dazu, was immer total sinnlos ist von meiner Seite, weil wer kümmert sich schon um den Scheiß, den ich fabriziere. Aber nichtsdestotrotz lohnt es sich definitiv mal reinzuschauen. Also nicht nur rund um Shadowrun, sondern halt die tägliche Kolumne ist auch wichtig. Oder wer halt American Football mag, der kann da auch gerne mal reinschauen, weil wenn die Sessions, beziehungsweise wenn die Seasons laufen, gerade rund um den Super Bowl, der zwar gerade rum ist, aber nichtsdestotrotz, wenn die Sachen anstehen, dann berichtet auch Snowcat immer darüber. Lange Rede, kurzer Sinn. Für mich geht's jetzt bald nicht in den Urlaub, sondern zum Kunden. Das heißt, wir haben schon angekündigt, Puffer läuft. Die Session ist jetzt wahrscheinlich mit Verspätung hochgeladen worden. Trollballerina schneidet gerade die 3 und 4 zusammen, weil 3 und 4 gab
gab es Probleme, ist nicht ganz lang geworden, das heißt aus 3 und 4 machen wir eine Session, das wird dann Session 3 und dann sind wir eigentlich empty sozusagen, aber ich sollte dann mittlerweile zurück sein und wir sollten dann mittlerweile die 4 dann quasi gespielt haben, dann hätte ich mich beeilen müssen, dass die fertig wird. Also wenn es etwas zu Verzögerungen jetzt kommt, dann seht uns bitte nach. Wie gesagt, wir machen das Ganze ja nicht professionell, sondern rein zum Spaß und wissen auch gar nicht, ob das irgendwo weiter hinführen wird. Im Endeffekt machen wir das ja nur, weil es einfach cool ist und also mir speziell Spaß macht. Ich höre mir das immer wieder gerne an und hoffen natürlich, dass ihr auch dadurch Spaß habt. Jo, lange Rede, kurzer Sinn. Oder gar keinen Sinn. Alles Gute von uns, von den White Russians, von mir, von Dyslexie, a.k.a. Sibylle. Ich wünsche euch alles Gute, bis denn mal und tschüss. Die White Russians laufen unter der Common Creative License. Deswegen sollen wir euch darauf hinweisen, dass wenn ihr gerne unsere Stücke verwenden wollt, dann bitte edit ein Label. Die Marke Shadowrun gehört Tops, der Firma Tops Incorporated. Das heißt, sämtliche Rechte an dem Namen und auch an sämtlichen Namen in Verbindung mit Tops und Shadowrun gehören Tops. Wir haben nichts damit zu tun. Die Anfangs- und Endmusik von den White Russians kommt von Kremlkrauts, genauer Ivan Ivanovich und den Kremlkrauts. Alles zu finden auf Soundcloud, auch unter der Creative Commons License.